Ja, hallo ihr Lieben, einen schönen guten Morgen und ganz herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal von und mit mir Gentleman MG. Ja, es ist mal wieder Zeit für eine weitere Episode von EA Sports WRC und ich würde sagen, wir nehmen uns mal wieder unserer Karriere an und schauen mal, wie wir da heute weiterkommen. Let's go, Leute, wir steigen auch mal direkt rein. Karriere an diesem eiskalten Dezember, morgen, Leute, die Temperaturen draußen, die machen gerade keinen Spaß. Deswegen setzen wir uns einfach in unser warmes Auto. Haben hoffentlich warmes Wetter vor uns. Wir schauen mal und gucken Hoffentlich haben die mal. beiden starke Nerven, denn sie Oh. bereiten sich darauf vor, sich und ihren Wagen auf der ersten Direkt mal Etappe des einen Events Schluck auf die Probe Kaffee. zu stellen. Jawohl, da sind wir schon. Wir sehen schon, was Sache ist. Ja, da würde ich sagen, Leute. Wir steigen direkt rein, wie immer. Ihr kennt das, ja. Wir machen da und eiern da gar nicht lange rum. Ich freue mich, dass ihr dabei seid. Ich freue mich total, dass ihr eingeschaltet habt. Würde sagen, ihr drückt die Daumen, wir legen los und dann gucken wir mal, wie wir Die dieses Rennen durchschnittliche hier auf die Straße Zielgeschwindigkeit für diese bringen, ihr Etappe Lieben. ist 58 km pro Stunde. 5, 4, Okay. 3, Let's 2, go, Leute. 1, go! 58 km pro Stunde. Okay. Kehre Das heißt, links. da müssen wir wie immer wieder gucken, dass wir die entsprechende Geschwindigkeit vorlegen, Leute. Ja, ich hoffe, es geht euch allen gut, ne? Ich freue mich total, dass ihr dabei seid, nach wie vor, dass er weiterhin am Ball bleibt, genau wie ich. Und Mitte ja, links. jetzt gucken wir mal, wie wir hier weitermachen. Wir haben ja noch ganz, ganz viel vor uns in unserem Karrieremodus. An der Stelle auch Fahr noch einen mal Tick schneller. einen kleinen Hinweis von Mitte mir. links. Ihr wisst, Scharf rechts. unsere allererste Community Challenge nähert sich dem Ende. Genauer gesagt läuft die Stand jetzt noch Fahr ein bisschen circa langsamer. 18 Stunden. Also jetzt heute ist der 1. Dezember 2023. Das heißt, wer Scharf noch rechts, immer entdeckt. nicht seine Zeiten zum Besten gegeben hat und noch immer nicht teilgenommen hat, kann dies heute Mitte tagsüber rechts. immer noch tun. Denn heute Nacht Mitte wird rechts dann überkuppeln. die erste Community Challenge, die tatsächlich sehr, sehr lange gedauert hat, nämlich ganze 4 Wochen, weil Mitte es die erste links. war, beendet sein. Ja? Das heißt, ich mache natürlich morgen direkt Tempo ein reduzieren. Video dazu, dann gucken wir uns das Ganze an, schauen uns die Sieger an, schauen uns die Zeiten an, die Ergebnisse, die Auswertung und so weiter. Ganz klar. Mitte Und links, dann, wie Unterseckung. versprochen, wird es direkt eine Scharf neue rechts. Community Challenge geben. Denn ich habe ja gesagt, wir werden jetzt immer eine Community Challenge am Laufen haben. Zukünftig machen wir die natürlich Fahr keine vier langsamer. Wochen mehr. Das ist tatsächlich viel zu lang. Das war nur, weil es die allererste war. Wir gucken einfach mal. Ich würde Fahr sagen, die etwas nächste langsamer. setzen wir mal Mitte auf 2 Wochen links. an, ne? Dass wir alle 2 Wochen eine neue Challenge machen. Ich habe schon gesehen, es gab Stop und tatsächlich schon langsamer fahren. ganz rege Teilnahme. Freue ich mich sehr drüber. Vielen Dank an der Stelle dafür, ne? Also wie gesagt, ihr habt heute letztendlich noch die Fahr nicht zu Chance, schnell. an der allerersten Community Challenge teilzunehmen. Ja, morgen ist es dann vorbei und dann wird die Fahr neue ein bisschen starten. langsamer. Ja? Fahr ein bisschen langsamer, mache ich doch Scharf sehr links. gerne. An der Stelle auch nochmal der Hinweis, bitte, wenn euch das Ganze hier gefällt, was ich mache und ihr weiterhin Scharf Videos rechts. von mir sehen möchtet, bitte lasst mir auf jeden Fall ein Like da, drückt auf den Daumen unter dem Video und auch Langsamer gerne ein fahren. Abo, damit ihr über neue Episoden direkt informiert werdet. Ja, das hilft mir tatsächlich sehr. Vielen Dank an der Stelle an euch dafür. Ja, und jetzt weiterhin Daumen drücken und am Ball bleiben, denn wir haben Kehre hier rechts. natürlich Wir sind in eine diesem Sektor zu früh angekommen. Etappe zu meistern. Oh, das heißt, wir waren zu schnell, zu früh angekommen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Okay, dann machen wir weiter. Das heißt, sind tatsächlich ein bisschen zu schnell gefahren. Halte dein aktuelles Tempo. Ah, das klingt doch gut, oder? Aktuelles Tempo halten. Kehre rechts. Mal. Ja, und dann lasst euch einfach mal überraschen, was wir dann als nächste Erhöhe Community das Tempo Challenge ein bisschen. haben. Ja? Freue Kehre mich schon sehr links. darauf, auf die Auswertung morgen. Wie gesagt, machen wir ein Video dazu. Werden wir immer machen. Diese Schauen wir Stops auf uns Etappen gibt es alles, Strafpunkte. alles gemeinsam an, Leute. Ja? Überhaupt kein Thema. Tempo reduzieren. Okay, zu schnell.
Ich reduziere mein Tempo. Ich erhöhe mein Tempo. Mitte links. Ja. Scharf rechts wird enger. Ja, mach mal enger. Ich. Du musst deutlich schneller werden. Was? Deutlich schneller? Okay. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, ich wäre wieder zu schnell, aber. Ja, ist gar nicht so einfach. Also man täuscht sich wirklich hier. Damit genau der richtigen Zeit anzukommen. Ach, zu langsam. Okay. Ja. Fahr langsamer. Jetzt sind wir wieder zu schnell. Eieiei. Also es macht mir nach wie vor richtig Bock, Leute. Ich habe so Bock auf dieses WRC. Es ist einfach geil. Es macht richtig Spaß. Und noch am meisten freue ich mich darüber, dass ihr wirklich so aktiv an unserer Community Challenge teilgenommen habt, ja. Und dem Club beigetreten seid. Das freut mich total, Leute, ja. Daran sehe ich auch, dass ihr auch ihr Interesse habt. Leute, an der Stelle tatsächlich, ich frage mich immer, ob ich da was am Link falsch gemacht habe oder so, weil kommt doch einfach auf unseren Discord-Server, Leute. Ich habe wirklich einen Discord-Server für uns eingerichtet. Ich hoffe, da funktioniert alles. Habe aber leider noch keinen von euch dort angetroffen. Würde mich total freuen, wenn ihr einfach unseren Discord-Server mal betretet und euch dort aufhaltet und gerne natürlich auch redet und teilt und was auch immer, ja. Link dazu findet ihr auf der Kanal-Informationsseite auf YouTube natürlich, ja. Kommt gerne vorbei, ihr Lieben. Scharf links. Ja, und? Alles klar, na, das klingt doch schon mal besser. Mitte rechts, ja. Ups. Fahr langsamer. Also ich mag ja genau diese Art von Rennen hier, ne? Mit der Zeit und so, finde ich geil. Und der alte Golf hier fährt sich, wie gesagt, erstaunlich gut, ne? Das hat mich ja sowieso total weggekickt. Auf der ersten Etappe schon. Wie geil sich diese Strecken hier mit diesem alten Golf fahren lassen. Fahr langsamer, scharf links. Scharf links, ja, und langsamer. Fahr schneller. Ach. Na, die hättest du mir aber mal ankündigen können. Du musst deutlich schneller werden. Ja, 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 ich bin schon dabei, mein Lieber. Rechts. Bin schon auf dem Gas. Mache ich doch glatt. Dann erhöhen wir doch mal unser Tempo ein bisschen, ne? Mach ich doch sehr gerne. Dieser Sektor war super. Das klingt gut, oder? Scharf rechts. Ja, auch das machen wir. Geil, oder? Wie dieser alte Golf sich hier fährt, oder? Wirklich geil, Leute. Ohne Witz. Du musst deutlich schneller werden. Ja, mach doch mal. Bleib doch mal entspannt. Ich muss doch erstmal die Kehre machen hier, du Pappnase. Mach ich doch platt. Fahr einen Tick schneller. Ja, einen Tick schneller, machen wir. Kriegen wir auch hin. Versuche dieses Tempo zu halten. Okay. Das ist manchmal gar nicht so einfach mit Tempo halten. Weite Kehre rechts. Ja. Mitte links. Ja, jetzt ist schon fast einen ganzen Monat, ne, seit das Spiel auf dem Markt ist. Also im Grunde ist es ja eigentlich immer noch
total neu, ne? Brandneu. Zeit verging gar nicht so schnell, aber in diesem einen Monat, in diesen 4 Wochen haben wir tatsächlich schon viel erlebt, ne? Und viel gefahren hier. Ja, ist halt auch ein geiles Spiel, ne? Das muss man auch einfach aktiv fahren, das ist einfach so, Leute. Ich meine, guckt es euch an, da muss man nicht viel zu sagen, oder? Hört euch den Sound von diesem alten Golf an. Jeder, der auch genau diesen Golf der Vergangenheit selbst gefahren ist, der weiß, wie geil das hier gemacht ist, ja? Was? Deutlich schneller? Okay. Ja, dann machen wir das doch mal, oder, Leute? Tempo reduzieren. Ach, jetzt sagt ihr Tempo reduzieren. Ich wollte gerade so schön Gas geben. Hier nach rechts. Ja, auch das machen wir. Du musst deutlich schneller werden. Ja, ich bin schon dabei. Kriegen wir hin. Und nur? Und? Das Tempo ein bisschen. Okay, ein bisschen. Scharf rechts. Ja. Du musst deutlich schneller werden. Was? Echt? Okay. Scharf links. Mittel rechts. Wir waren zu langsam in diesem Sektor. Ei. Scharf links. Okay. Jetzt will er tatsächlich, dass wir hier gut Gas geben. Siehst du, schon meckert er wieder, wir sind schnell. Ei. Fahr ein bisschen langsamer. Aber das ist gerade so schön, hier Gas zu geben. Ja. Du musst deutlich langsamer fahren. Okay, jetzt müssen wir wirklich mal. Scharf links. Sonst wird das nichts mit der Zeit hier. Langsamer. Okay. Scharf rechts. Na, du musst und, langsamer werden. Gott, immer noch? Okay. Fahr langsamer, scharf links. Was? Ich fahr doch schon voll langsam jetzt. Scharf rechts. Stopp. Und? Okay, Leute. War geil, war eine geile Etappe, hat mir richtig Spaß gemacht. Leute, wie gesagt, wenn noch nicht geschehen, lasst mir unbedingt ein Like da, ja? Und auch gerne ein Abo. Einmal einen Schluck Kaffee, ihr kennt das bei mir, so muss das sein. So, jetzt gucken wir mal, Strafe 7-3, ach, das ist alles noch im grünen Bereich. So schlimm war es doch gar nicht. Haben wir doch ganz gut hingekriegt, ja? Ich bin das so anguck. So, alles klar, Leute. Ich sagen, wir machen noch direkt die andere Etappe hinten dran, ne? Da machen wir gar nicht groß rum. Da, bang. Wir haben noch ein bisschen Zeit. Wir sind bei 13 Minuten jetzt. Können wir direkt noch die 5. Etappe hinten dranhängen. Schnell genug, um sie zu verteidigen. Also bring die Sache einfach sicher zu Ende. So machen wir es. Es gibt überhaupt nichts zu reparieren, weil wir sind einfach so gut, so am Ende gut gefahren, Leute. Solange diese Kuh den Wagen Spaß. Nicht richtig beschädigt, dürften nur wenige Reparaturen erforderlich sein. Mhm. Alles klar. Ja, ich würde sagen, Leute, die durchschnittliche Zielgeschwindigkeit Daumen drücken. Für diese Etappe ist 56 Kilometer pro 56 Stunde. Kilometer. Und auf geht's. Go, 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 Leute. Daumen drücken. Daumen drücken heißt immer auf den Daumen nach oben unter dem Video, ne? Ja, ihr kennt das, ganz wichtig. Boah. Kehre links. Jawohl, machen wir. Kehre links, kriegen wir hin. Kehre rechts. Auch die kriegen wir hin. Hopp. Du musst deutlich schneller werden. Ja, 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 ich muss erstmal die Straße finden. So. Ja, geil. Fahr einen Tick schneller. Ja, ich fahre einen Tick schneller, mache ich doch gerne. Boah, geile Strecke, oder? Ja, du machst echt Fahrten hier mit diesem alten Golf, ohne Witz. Also das ist ja eins der geilsten Kombis, die ich bisher hatte hier in WRC. Diese Rennen hier,
mit diesem Golf. Ja, ich komme ja schon. Mach doch mal langsam. Einfach mal entspannen. Mach ich. Denk an die Geschwindigkeitsbegrenzung. Ja. Tempo reduzieren. Mach ich. Scharf rechts. Nee. Mann, was eine geile Strecke hier wieder, oder? Technischer Abschnitt. Guckt euch die Landschaft hier an. Okay, klingt gut, ne? Kehre links. Ja. Fahr ein bisschen langsamer. Okay. Ups. Nein. Bleib nicht stehen, sonst kassieren wir eine Strafe. Ja, habe ich nicht vor. Ich will nur auf die Strecke zurück. Strafpunkte fürs Anhalten. Gib Gas, sonst werden wir disqualifiziert. Was ist jetzt gemein? Scharf rechts. Ich habe ja nicht wirklich angehalten. Ich bin nur von der Strecke gerutscht. Weiter, Mensch. Links. Okay. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Okay. Auch scharf das rechts. Machen wir. Geiler Wagen, ey, dafür. Ich glaube, sowas müssen wir auch mal. Sowas hier müssen wir unbedingt auch in unseren Community-Events mal einbauen, oder? Weil das macht ja richtig Gaudi, oder? Das Ganze. Scharf links. Jawohl. Muss deutlich schneller werden. Okay, bin ich jetzt erstaunt, aber ja. Scharf rechts. Wenn scharf du das links. Sagst. Glaube ich dir das natürlich. Scharf links. Ja. Erstmal rechts, ne? Hast du vergessen, oder? Kehre links. Ja. Kehre rechts. Ja, immer schön. Scharf links. Ey! Ey! Der Sektor muss besser werden. Ja, das glaube ich dir, weil wir hängen ja hier gerade mal voll. Was ist denn da jetzt los hier? Boah! Das war ja gerade mal echt überhaupt nicht mein Sektor, oder Leute? Ja, technischer Sektor halt, ne? Schneller werden, ne? Erhöhe dein Tempo. Okay, mach ich. Kriegen wir hin. Scharf links. Ah ja. Okay. Ja, jetzt läuft es immer wieder besser hier. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Immer noch? Dachte schon, du meckerst gleich wieder, dass du schnell bin. Was? Okay. Ich bin erstaunt darüber, aber okay. Geile Sache hier, Leute, wir wirklich. Zu langsam in diesem Sektor. What? Scharf rechts. Fahr einen Tick schneller. Ja, mach ich. Okay. Ah, es macht so Bock. Ich hab so Bock auf dieses Spiel, Leute. Daumen drücken, ne? Ganz wichtig, Leute. Oi! Ja, Jung! Okay, jetzt hängen wir. Strafpunkte fürs Anhalten. Wenn du nicht schneller wirst, werden wir disqualifiziert. Ich hab festgehangen. Entspann dich. Erhöhe das Tempo ein bisschen. Das machen wir.
scharf links. Okay. Halte dieses Tempo. Ja, ich versuch's gerne. Fahr etwas langsamer. Okay. Abflug gedreht hier, oder? Ja, Leute, wir haben es geschafft. Zweite Etappe. Erfolgreich abgeschlossen. Schluck Kaffee. Würde ich sagen, dann gucken wir doch mal rein. Ja, ein bisschen staubig, unser guter alter Golf. Ja, bis ins erst ein paar Schrammen. Ein hervorragender Lauf. Die Crew wird sehr 95. Boah. Sich in der Tabelle verbessert und diese Etappe mit wehenden Fahnen gemeistert. Sieht's aus, 132. Gesamtstrafe, ah, gut. Okay, ja, Leute, so. Damit haben wir tatsächlich auch, ihr wisst, die Zeit vergeht immer wie im Fluge. Total geil, dass ihr dabei seid, ne, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Freue ich mich sehr drüber. Ich würde sagen, wir sind da tatsächlich leider schon wieder am Ende der Episode angekommen. In dem Sinne, fahrt vorsichtig, bleibt sauber, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Episode, wenn wir genau da weitermachen und unsere Karriere weiter vorantreiben. Ciao, ciao, Leute, bis dahin.